Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um den Barb und vielleicht hat der Titel schon ein bisschen verraten, worum es heute geht. Der Barb ist mal wieder komplett aus den Fugen geraten. Anders kann man es nicht sagen. Setzt euch hin, ihr werdet gleich etwas sehen. Da wette ich mit euch, das habt ihr bisher noch nie in irgendeiner Season gesehen. Also so extrem. Ja, ihr werdet gleich auf jeden Fall nicht verstehen, was abgeht. Der Barb-Build, Shoutout geht raus an die heftigen Barb-Bilder da draußen, die drauf gekommen sind, Heap zu spielen. Eine Basisattacke, wirklich völlig verrückt. Ich habe das genommen und nochmal auf ein anderes Level gebracht. Nicht unbedingt besser, aber auf jeden Fall auf meinen Playstyle angepasst. Was ich da alles geändert habe, werde ich euch gleich sagen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, wie verrückt dieser Barb ist, ein paar Schadenzahlen und dann gehe ich ein bisschen auf meine Änderungen ein und was mir wichtig war hier bei dem Build. Wie auch gestern bei dem Tornado-Build, wer das noch nicht gesehen hat, checkt auf jeden Fall nochmal meinen finalen Tornado-Druiden-Build ab. Den solltet ihr auch ein bisschen im Hinterkopf haben, weil den habe ich über eine Woche gezüchtet. Übel viel gesucht, übel viel Zeit und Schmiedematerialien reingesteckt, alles Mögliche. Und den Barb hier habe ich zusammengeklöppelt in einem Stream. Ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, sagen wir mal maximal 8 Stunden. Und dann war der so, wie er hier ist. Ich werde wie immer die Doppeltrank-Taktik wieder natürlich machen. Einfach um es mir noch ein bisschen einfacher zu machen. Das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Wer nicht weiß, was die Doppeltrank-Taktik, Doppeltrank-Trick-Taktik ist, dann guckt auf jeden Fall noch mein altes Video ab. Und jetzt schaut genau hin, was passiert, weil ich begreife auch immer noch nicht so ganz, was hier passiert. Ich halte durchgehend eine Angriffsattacke gedrückt und das ist natürlich der Heap. Und dann renne ich, so wie es ihr hier gerade seht, durchs Dungeon. Ich zünde ab und zu mal einen Ruf, ab und zu mal hier diese Ketten, um dann Paelite ranzuholen. Ich zünde ab und zu mal den Sprung, um ein bisschen schneller voranzukommen. Aber an sich halte ich die ganze Zeit Angriff gedrückt und renne durch dieses Dungeon durch. Und habe, glaube ich, Weltrekorde und Speedruns in diesen Dungeons aufgestellt, weil das so unfassbar schnell geht. Und ihr müsst euch überlegen, zurückdenken, gestern ein Tornado-Bild. 2, 3, 4, 5, 6 Millionen gemacht und richtig stolz drauf gewesen. Und richtig drauf hingearbeitet, 2, 3 Millionen zu machen. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, ich mache hier gerade 20 Millionen Crits. Teilweise sogar mehr als 20 Millionen. Und das ohne irgendwelche Boosts noch vorher benutzt zu haben. Brauche keine Mana, Abklingzeiten sind mir kackegal. Also das ist, das, ja, ich weiß gar nicht, es ist komplett unbalanced. Also Diablo hat es, oder Blizzard hat es wieder nicht hingekriegt, den Barbaren zu balancen, weil der komplett kaputt ist. Also könnt ihr nicht erzählen, dass das so gewollt ist und das hier gebalanced ist, oder? Also das ist völlig, völlig verrückt. Und ich laufe hier nur in 61er Dungeon, um ein bisschen bei den Builds Vergleichbares zu haben. Aber ich bin gestern auch schon 80er gelaufen und die haben genauso ausgesehen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr hier safe. Also 100er ist gar kein Problem. Und dann, ey, soweit euch eure Füße tragen, würde ich sagen. Hier ist noch so viel Verbesserungspotenzial drin. Wie gesagt, ich habe den vielleicht 10 Stunden gebaut. Wir können gleich mal ein bisschen in die Stats reingucken. Aber ja, was soll ich euch noch sagen? Ich bin durch das erste Dungeon ein bisschen zu schnell durchgelaufen, das kann ich euch sagen. Ich hoffe, hier sind noch ein paar Gegner, aber im Prinzip wäre ich jetzt durch. Das ist nach nicht mal 2 Minuten. Mein Speedrun-Rekord, sag ich mal, liegt unter 2 Minuten, bei 1 Minute 30. Ach komm schon, noch ein paar Gegner, dann hätte ich's. Es war echt nur noch ein Gegner, das ist ja wirklich verrückt. Okay, und jetzt schaut den Boss an. Ich weiß nicht, ob ihr euch beim Tornado noch erinnern könnt, was beim Boss abging. Aber das, was ihr macht, ist hier stehen bleiben, ab und zu mal die Kette drücken. Ihr habt L2 hier unten. Ich weiß nicht genau, welcher Kampfschrei das ist. Guck mal gleich mal. Challenger? Nein, ich weiß nicht. Den habt ihr auf jeden Fall, um aus Kontrollverlusten rauszukommen. Aber ansonsten macht ihr eigentlich nichts, als einfach nur drauf zu knüppeln.
und den Down zu machen. Das war der Dungeon. Ja, gehen wir mal ein bisschen aufs Equip ein. Also, das, was natürlich komplett broken beim Barbaren ist, war und glaube ich auch für immer sein wird, ist einfach, dass ihr Möglichkeit habt, 4 Waffen zu tragen. Und da ist wichtig, dass ihr hier, könnt ihr sowieso immer nur einen Kolben nehmen, nehmt ihr einen Kolben, der Bild ist unten verlinkt, da könnt ihr mal genau sehen, was ihr braucht, aber Stärke, Crit, Schaden, Max Life, das sind so die Dreifaltigkeit. Die könnt ihr natürlich auch anstatt Max Life, wenn ihr schon genug Leben habt, nochmal Attack Speed nehmen, um nochmal schneller zu sein. Hier ist ganz wichtig, dass ihr einen Kolben benutzt, weil sonst könnt ihr den Heap nicht auf den Zweihand-Waffen nutzen und dann funktioniert der ganze Bild nicht, weil ich habe eine Glyphe mit drin für Zweihand und das würde dann auf jeden Fall keinen Sinn machen, auch Ramaldes Opus Magnum würde dann keinen Sinn machen. Da seht ihr, habe ich nur 0,3er Aspekt. Kann auf jeden Fall noch besser sein. Das hier ist richtig cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier eine Axt gut finde oder ein Schwert. Ein Schwert gibt ja mehr Crit, aber Schaden gegen gesunde Gegner gibt einen ersten krassen Punch. Weiß nicht, da könnt ihr, glaube ich, machen, was ihr wollt. Aber wieder Stärke, Max Life, Crit. Aber ihr könnt auch Attack Speed nehmen. Die Ringe sind relativ bad, da ist nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall immer Attack Speed, immer Crit Chance. Ihr solltet Crit Chance auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Weil ich bin gerade mal bei 42 und das ist zu wenig. Da braucht ihr auf jeden Fall mindestens 50, ähnlich wie beim Tornado. Besser so 55 bis 60. Und dann das wichtigste Item ist die Hose. Weil hier gibt es die Ränge auf Heap. Da braucht ihr auf jeden Fall einen Greater Affix und dann alle Crits auf diese Heap-Attacke machen, um Heap da extrem hoch zu pushen. Und ja, und dann natürlich Tyrael's Macht, nehme ich ja, hatte ich auch beim Tornado mit drin, will ich einfach spielen aktuell und der Build bietet sich einfach extrem dafür an. Dann noch eine witzige Sache, ich habe hier, nachdem ihr 100 Wut verbraucht habt, 100 Wut erzeugt habt, kommen Staubteufel. Und diese Staubteufel machen euch durch die Staubteufel-Glyphe nochmal stärker. Tornado ist das. Ihr verursacht nach Erschaffen eines Tornados, eines Staubteufels, 4 Sekunden lang mehr Schaden. Und die Staubteufel drücken dann auch mal gut Schaden. Keine hohen Millionen, aber schon ganz gut Schaden. Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier noch mehr zu sagen soll. Der Barb ist einfach wieder komplett broken. So wie es auch letzte Season war, die Season davor, die Season davor. Irgendwie ist jede Season dieser Barb einfach komplett broken. Ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken, deswegen geht auch nochmal ein Shoutout raus an Rob, den Barbaren Flüsterer, der erstmal auf die Idee gekommen ist, den so zu spielen. Natürlich nicht in der Form, wie ich ihn spiele, sondern abgewandelt. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, ein Barb mit Heap einer Basisattacke zu spielen und dann wirklich hier alles auf Basis auszulegen und dann 20 Millionen Crits rauszuknüppeln, als wäre es nichts. Also wirklich ganz, ganz doll verrückt. Ich habe den Bild, wie gesagt, unten verlinkt. Spielt der nach für alle Early-Leute. Ihr könnt den spielen sofort. Also ich bin damit schon mit Level 30 komplett broken gewesen. Ihr könnt den Bild spielen, sobald ihr die Aspekte habt, wovon 4 oder 5 Aspekte sogar allgemeine Aspekte sind. Das heißt, wenn ihr irgendeinen anderen Charakter schon auf 100 habt, dann bin ich davon überzeugt, dass ihr Aspekte schon auf 15, 16 oder Max oder sowas habt. Hier gibt es ganz wenige Aspekte, die nur auf den Barbaren zutreffen. Und sobald ihr die Items hier habt und die Rezepte für den Heap, seid ihr OP. Also ich bin auch schon mit Level 60 mit 4, 5 Millionen rumgelaufen. Ich bin schon mit Level 90, mit Level 80 die 100er Sniper Dungeons gelaufen. Die Glyphen sehen noch nicht Max. Also ihr könnt den auch early schon spielen. Ihr könnt den auch ohne Tyrael's Macht spielen. Ihr könnt den auch ohne Unix spielen. Der ist einfach broken. Was soll ich euch dazu noch sagen? Spielt den, wenn ihr Barb spielen wollt. Ziemlich OP das Ding. Ich würde mich natürlich selber ein Follow freuen, da würde ich mich sehr freuen über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, viel Spaß mit dem Bild und schaut doch mal bei Twitch vorbei, da bin ich morgen und am Wochenende wieder live und werde hier mit dem Barb nochmal richtig, richtig reinrasieren und gucken, wie hoch es da in der Grube geht, wenn ihr da dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein.